Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist, besser gesagt, dein Name ist Steffi, meiner ist Sebastian. Wir befinden uns heute in einem ganz, ganz kleinen, engen Raum und zwar ist das ein Badezimmer. Genau, und wir wollen hier den Waschtisch und den Untertisch erneuern. Besser gesagt, wir wollen euch zeigen, worauf ihr achten müsst. Ein paar Tipps und Kniffe, genau. Euch zeigen und das erfahrt ihr alles in diesem Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Das wünschen wir. Dieses Waschbecken und der Untertisch ist schon etwas in die Jahre gekommen und dafür haben wir jetzt für uns was Neues ausgesucht und zwar einen etwas kleineren bzw. schmaleren Waschbecken oder Waschtisch und das Ganze, wie ihr sehen könnt, aus einem bekannten Möbelhaus. Ja, das Ganze geht recht fix zusammenzubauen und ihr bekommt dort auch passende Armaturen und die passende Abflussgeschichte bzw. einen passenden Siphon. Und alle Zubehörteile, die ihr für dieses Projekt benötigt. Um den alten Waschtisch zu deinstallieren, müssen wir uns erstmal um den Abfluss kümmern. Besser gesagt um die Wasserleitung. Dazu braucht ihr eine Wasserpumpenzange und einen 19er Maulschlüssel. Als allererstes entfernen wir den Abfluss. Die könnt ihr meistens per Hand lösen. Wenn das nicht geht, könnt ihr auch eine Wasserpumpenzange dafür verwenden. Ein kleiner Tipp, legt euch oder stellt euch einen großen Eimer darunter und habt immer ein Handtuch parat, denn das Ganze ist ziemlich feuchtfröhlich. Im Anschluss drehen wir im Uhrzeigersinn einmal kalt und einmal warm Wasser ab. Dazu drehen wir das Ganze handfest. Bitte nicht zu fest, denn so ein Ventil oder so eine Leitung kann ganz schnell reißen und kaputt gehen. Und danach können wir mit einem 19er Schlüssel die Zuleitung zur Armatur abschrauben. Und dann könnt ihr auch den Waschtisch plus Waschbecken entnehmen. In diesem Fall war dieser mit dem Fliesenspiegel verklebt. Und hierbei solltet ihr auch darauf achten, dass ihr vorweg die Silikonnähte alle komplett einmal durchschneidet bzw. entfernt. Um den Fliesenspiegel dann zu verkleiden, haben wir uns für eine 3 mm Acrylglasplatte vom Plattenzuschnitt 24 entschieden. Den passenden Rabattcode sowie den Link zur Webseite habe ich dir direkt unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Im Anschluss haben wir uns die Wasserleitung bzw. Abwasserleitung grob markiert und das Ganze mit einem Multitool ausgeschnitten. Und die Acrylglasplatte könnt ihr ganz einfach mit einem Montagekleber an den Fliesenspiegel rankleben. Hierfür habe ich Patex verwendet, Kleben statt Bohren. Der eignet sich für ganz viele unterschiedliche Materialien und ist wirklich ganz, ganz einfach aufzutragen. Und danach könnt ihr das Ganze an den Fliesenspiegel rankleben, ein bisschen hin und her drücken und das Ganze hält dann wirklich bombenfest. Im Übrigen bekommt ihr auch bei Plattenzuschnitt 24 passende Küchenrückwände auf Maß zugeschnitten. Wie gesagt, alle Infos findest du direkt unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt können wir auch unser Waschuntertisch auf Position bringen und die Aufhängelöcher vormarkieren bzw. markieren, damit wir das Ganze mit einem Steinbohrer, besser gesagt mit einem 10 mm Steinbohrer vorbohren können. Je nach Waschuntertisch müsst ihr eventuell 2 oder 4 Bohrungen tätigen. Für die Verschraubung verwende ich 6-Kantschrauben, die 60 mm lang sind, je nachdem, was das Mauerwerk bei euch hergibt. Bevor ich die Schrauben festziehe, kontrolliere ich das Ganze nochmal auf dem Lot. Das ist ganz, ganz wichtig, damit unser Waschtisch bzw. Waschbecken nachher auch wirklich gerade liegt. Um das Waschbecken zu montieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es wird verklebt mit dem Waschtisch bzw. Waschtischuntergestell oder es wird mit dem Mauerwerk oder mit der Wand verschraubt. Wir haben uns definitiv für die einfache Variante entschieden. Wir verkleben das Ganze, aber dazu später mehr. Bevor wir das Ganze jetzt verkleben, montieren wir erstmal unsere Armatur. Die haben wir auch aus dem bekannten Möbelhaus bekommen, recht günstig und funktional. Diese wird ganz einfach mit einer Schraube von unten verschraubt. Sprich, ihr zieht oder setzt das Ganze durch die Öffnung hindurch und habt dann im Grunde ein Gegenstück mit einer Dichtung. Das Ganze müsst ihr dann handfest festziehen bzw. schrauben. Dazu gibt es auch einen passenden Schlüssel, den könnt ihr über die Gewindestange rüberstülpen und dann das Ganze schön festschrauben.
Was noch zu erwähnen ist, zieht das bitte handfest, denn nach fest kommt ab. Und es wäre ja ziemlich ärgerlich, wenn wir jetzt da irgendwie was kaputt reißen würden, kurz vor Ende der Montage. Danach kümmern wir uns um den Abfluss bzw. um die Abflussgeschichte. Das Ganze ist sehr, sehr simpel. Ihr findet meistens auch eine Anleitung mit dabei. Hier gilt jetzt nur, das Ganze sich mal grob ranzuhalten, dann dementsprechend das Rohr anzuzeichnen, wo wir das Ganze auf Länge zusägen. Und das Ganze habe ich dann wieder mit meinem Multitool gemacht. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Handsäge verwenden. Hierbei ist es wichtig, dass ihr das überschüssige Material, sprich die Späne, die sich im Rohr befindet, den Grat schön sauber mit einem Cutter oder mit einer Feile entfernt. Denn dort können sich dann später Haare oder Sachen im Abfluss sammeln und die führen dann zu einer Verstopfung. Hier noch ein kleiner Tipp, damit das Zusammenstecken wirklich einfach geht, nehmt einfach Fett oder einen Tropfen Spüli auf dem Finger und reibt damit die Dichtung ein. Bevor wir das Ganze jetzt mit dem Abfluss verbinden, nehmen wir das Ganze nochmal ab und bereiten das Ganze für die Verklebung vor. Hierfür klebe ich alle Stellen, die eventuell mit den Kleber in Berührung kommen könnten, ab und schleife die Oberfläche an. Beziehungsweise wir rauen die Oberfläche ein bisschen an, damit unser Montagekleber eine bessere Haftung mit dem Material eingehen kann. Im Anschluss nehmen wir das Waschbecken und auch hier die Rückseite bitte vollflächig mit Montagekleber einkleben oder eindecken. Und dann können wir das Ganze vorsichtig auf unser Waschtischuntergestell raufsetzen. Und somit wird dann aus 2:1 unser Waschtischuntergestell wird mit dem Waschbecken verklebt. Danach könnt ihr das Ganze nochmal auf Lot überprüfen, aber in der Regel müsste alles jetzt perfekt passen, denn den Waschtisch haben wir ja vorweg, bevor wir das Ganze festgezogen haben, kontrolliert. Im Anschluss, damit das Ganze jetzt sich nicht durch Erschütterung oder durch Unachtsamkeit verrutscht, fixiere ich das Ganze nochmal mit 2 Klemmzwingen und wir kümmern uns jetzt um die Montage bzw. um den Anschluss unserer 2 Wasseranschlüsse von dem Wasserhahn. Die sind einmal mit blau und einmal rot markiert und jetzt ist Obacht, ihr solltet das natürlich rot an der Warmwasserleitung anschließen und blau an die Kaltwasserleitung. Hier das Ganze wieder mit einem 19er Ausschlüssel festziehen, vorsichtig, nicht zu fest. Das Geknister war jetzt die Luft, die sich in der Wasserleitung befindet. Jetzt überprüfen wir das Ganze nochmal auf Dichtigkeit. Sprich, wenn jetzt irgendwie undichte Stellen entdeckt, müsst ihr eventuell das Ganze nochmal abdichten bzw. nachziehen. Auch wichtig hierbei zu achten, dass keine Schläuche oder sonstiges geknickt sind. Und im Anschluss müssen wir noch alle Anschlussfugen versiegeln und zwar mit Silikon. Darüber gibt es ein extra Video, wie ihr das Ganze machen könnt und wie ihr so schöne Silikonfugen erstellt. Das erkläre ich euch Schritt für Schritt in diesem Video. Fertig, Wasser läuft. Halleluja. Wir können uns wieder waschen. Ja, der Abfluss funktioniert. Also alles ja, richtig gemacht. Wir hoffen, wir konnten euch noch ein paar kleine Tipps und Kniffe zeigen. Ich fand es ganz interessant und es ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Aber durch das Video hoffen wir, dass ihr es Lust bekommen habt. Wie gesagt, es ist nicht so schwer. Ne? Wenn ihr Fragen habt oder so, dann lasst die einfach da als Kommentar. Wenn ihr das Video toll fand, auch selbstverständlich. Absolut. Wir haben jetzt noch im Zug, im gleichen Zug oben einen Spiegel angebracht und du hast... Da war eine Wand mit leichten Unebenheiten und da haben wir ganz fix mal irgendwie versucht, ein bisschen zu kaschieren und haben dann noch ein bisschen Natursteine in Mosaikform dann angeklebt. Das war eigentlich eine schnelle und schöne Lösung, finde ich. Genau, wenn man nicht Lust hat zum Tapezieren. Ne? So, ja, das Ergebnis ist, glaube ich, ganz toll geworden. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Genau. Und lasst gerne einen Daumen da. Freitag wieder, ne? Und lasst einen Daumen da. Auch genau. Das. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.